Hey YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest. Zu einer weiteren Folge The Forest. Ja, nach gefühlt 5 Monaten oder so. Ich weiß nicht, wann die letzte kam. Ein Monat ist schon rum, locker. Ich bin jetzt nämlich am Testen. Ich habe nämlich jetzt neue OBS-Einstellungen und ich hoffe, weil meine PlayStation geht immer noch so ab und deshalb kommt ja auch nichts mehr für die PS4. Weil, weil es einfach grauslich ist. Wisst ihr, wenn ich zock, ich habe sie jetzt schon gereinigt. Hab mir so ein Tutorial angeguckt. Auf YouTube, logischerweise. Denn das ist, ja. Ich hätte sonst nie eine Ahnung, was ich tun soll. Im Leben, wenn es nicht YouTube gäbe. YouTube ist mein Reisebegleiter, mein Wegführer. Was war das? Ja, ist ja cool. Ist ja wurscht. Also auf jeden Fall, ich habe jetzt da, ich habe meine PS4, die habe ich gereinigt. Und ich finde aber trotzdem, die ist noch viel zu laut. Aber ich habe auch OBS, andere Einstellungen drinnen, okay, dass er die Hintergrundgeräusche, oh, da brennt einer, nicht mit aufnimmt. Da muss ich halt testen, ob das auch funktioniert. Darum eben The Forest. Achso, Moment, wie war denn das nochmal? Und es ist schon so lange her und das interessiert wahrscheinlich eh keinen mehr. Das Spiel, weil es Ewigkeiten her ist, das letzte Mal. Aber ich wollte halt trotzdem mal wieder reinschauen. In the Forest. Und ich will ja auch wieder auf der PS4 ein bisschen was zocken und aufnehmen. Ist mir aber leider eben nicht so möglich wegen der PS4, weil die so abgeht. Wir waren nochmal springen am Dreieck. Okay, cool. Was habe ich hier? Ich bin voll damit. Benzino kann ich auch nicht mitnehmen. Ein Seil bin ich auch voll. Da haben wir noch ein bisschen Kleidung. Ah, mal gucken. Ich ziehe mich gleich mal um. Aber jetzt habe ich den Bademantel liegen lassen. Ja, juckt nicht, ich meine ganz ehrlich. Juckt überhaupt nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, was zur Phase ist, was ich tun muss. Weil eben Ewigkeiten nicht mehr zockt, darf ich die essen? Die sind sicher gut. Ist kein Problem, die kann man essen. Ich wusste es doch. Ich bin der Survival Boy schlechthin. Ich habe auch überlegt, ob wir der Forest vielleicht von neu anfangen. Denn irgendwie ergibt das alles keinen Sinn mehr für mich hier. Weil ich eben nicht weiß, wo ich schon überall war, was ich schon alles habe. Wisst ihr? Wir könnten mal kurz in die Base gucken, wenn ich sie finde. Ich glaube, das ist da hinten, oder? Nein, nein, nein. Die Base ist irgendwo hier, wo ganz viele Fahnen sind, das weiß ich. So, ein paar Fetzen mitnehmen. Ich muss mich dann nachher waschen, ich stinke. Das kann ich nicht kaputt machen. Nein, hier, ich gucke auch jetzt gar nicht runter. Interessiert mich gerade nicht. Momentan. Ich muss halt nur gucken, dass das mit dem Aufnehmer noch hinhaut. Weil wenn die PS4 zu extrem hörbar ist, ne, dann lasse ich es sein. Ganz ehrlich, das ist alles jetzt nur ein Testing. Und wenn es gut ist, dann werde ich es auch hochladen und veröffentlichen. Aber wenn man die PS4 zu intensiv, extrem stark im Hintergrund hört, weil die geht echt ab bei dem Spiel. Es war nicht so schlimm wie bei Days Gone, aber... aber sie geht ab. Oh, Backe, die müsste ich eigentlich killen. Ich brauche nämlich noch Mutantenhaut. Ich habe hier 2 Stück. Das ist mir definitiv zu wenig. Ich brauche nämlich, wenn ich das Spiel mal durchspielen sollte, aber dafür eben, ich weiß nicht mehr, was ich brauche, weißt du? Es ist einfach schon zu lange her.
Oh, schaut doch besser aus. It's magic. Da hinten ist irgendwo meine Base, denke ich, gell? Ganz viele Fahnen habe ich dort, das weiß ich. Habe ich eigentlich den guten Bogen? Nein, ich habe die Armbrust. Aber der Bolzen und so, die sind ja Mangelware hier. Dann ist hier alles. Das ist noch essbar. Okay, Skal, hier meine Kassette. Ja, den Camcorder finden, das wäre optimal irgendwie. Boah, ich habe so viel klumpert. Unglaublich. Alter, da oben fehlen auch noch einige Sachen, oder? Cool, wir sind zu Hause. Ey, wo habe ich denn den Kleiter hin? Wo ist denn der Kleiter? Da. Ich habe die Kirche. Da haben wir ziemlich viel Menschenfleisch. Und Fisch und so. Da könnte ich gleich wieder mal was bauen. Da könnten wir eigentlich rein theoretisch wieder mal was bauen. Jetzt muss ich nur gucken, wie war denn das mit Bahn? Ich hab's vergessen. So, war das Buch. So, die klatschen wir hier hin. Die Stöcke haben wir ja. Und dann klatschen wir das ganze Fleisch hier hin zum Trocknen. Aufhängen, please. So, so, so. Mehr habe ich nicht? Mehr habe ich nicht. Okay, ist hier Wasser drin? Hat's geregnet? Ja, egal, ein bisschen ist drin. Aber ich habe nicht unbedingt viel Durst. Und hier habe ich was zum Speichern. Das machen wir auch gleich. Hoppala, das war falsch. Ich bin schlafen gegangen. Jetzt ist es kaputt. Ich wollte es doch nur speichern. Hallo, wo ist mein Feuer? Kann ich die Stickies aufheben? Nein, nicht wiederverwertbar. Okay. Oh cool, hier mal wieder eine Kassette und ein Bild. Die Hasen kommen hier anscheinend nicht hin. Lass mich gucken, ob ich vielleicht in der Kirche speichern kann. Oh ja, da habe ich aber extra was baut. Okay, super. Das Spiel retten, das steht immer noch so da, super. So, lass kurz essen und trinken. Ich habe kein Snickers. Aber ich habe gar nichts zum Essen, okay. Ja, das getrocknete Fleisch muss ich halt nehmen. Am Blödsinn, warum bin ich schlafen gegangen? Ach Gott. Wo hängt das da? Hier. Ich nehme mir das hier. Ist essbar. Perfekt. Ja, nun gut. Ja, eigentlich habe ich, eigentlich alles. Gibt es noch was, was ich brauchen könnte? Irgendwas Neues, Cooles? Baumharz, okay, das habe ich glaube ich nicht. Einen Kran. Moment, geht das vielleicht, wenn ich das... Das ist doch ein Blödsinn. Wie soll denn das funktionieren? Ich drücke immer falsch. Ich bin jetzt gerade beim Überlegen.
kann doch nicht funktionieren so. Ich bin aber überlegen, ob ich den Kran oben hinbaue. Das wäre halt dann mein Aufzug. Geht das? Ist das möglich? Hä? Was mache ich für einen Blödsinn? Okay. Ja gut, ich brauche ein bisschen Seil. Seil kriege ich schnell zusammen. Das ist nicht das Problem. Dann Holzstämme ist, glaube ich, auch kein Problem. Mal kurz Testing. Testing. So, ich brauche ja nur 6, oder? Wo sind die anderen hin? Oh, hier, nein, warte mal. Waren da echt jetzt nur 2? Nein, hier. So, gibt es noch einen vielleicht? Nope. Testing, Testing. Es ist nur ein kleines Testing. Ey! Rudi, was machst du hier? Du bist nicht alleine, du hast Freunde mitgebracht, okay? Ich verstehe. Vor was hast du jetzt Angst? Komm. I'm freundlich. Wo ist deine Freundin? Ich habe sie doch gerade eben gehört. Da oben. Wo ist die Nackte? Oder komm, du machst mir Klicks. Okay, okay, er will es wissen, er will es wissen, er will es wissen, er will es wissen, er will es wissen. Die Nackte mit der Klatze, Alter, das ist brutal, weißt du? Gut, er ist erledigt, oder? Irgendwie mache ich überhaupt kein Damage mehr mit dem Katana. Ich kämpfe echt gern damit, weil man echt schnell zuschlagen kann, aber... Was geht ab? Okay, cool, er ist tot. Kann ich nicht mehr nehmen? Wo habe ich denn mein Lagerfeuer? Den Typen gleich mal wegbrutzeln, dann habe ich ein paar Knochen. Habe ich nicht hier immer irgendwo ein Lagerfeuer gehabt?
Oh, warte, geh mal kurz weg. Ich glaube, ich muss kurz eines craften. Lagerfeuer. Machen wir so ein billiges. So. Dein Freund brennt jetzt. Du bist die Nächste. Du brauchst dich nicht hinhocken, ich sehe dich. Ja, renn nicht weg. Ganz cool, bleib beruhig dich. Ja, ja, beruhig dich. Möpse! Möpse! So, okay, die war easy. Kann ich das schon essen? Oh ja, schönes Ding. War da noch einer? Wie war denn das mit den Knochen? Jetzt habe ich ihn in der Hand von Supi. Ich glaube so und so und tschack. 5, glaube ich, weiß. Ich glaube, ich brauche mehr. Ich verdrück mich da immer wieder. Ausrüsten und in die und kombinieren Ding ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit, das richtig zu drücken. Burn, baby, burn. Schön die wegbrutzelt irgendwie, hä? Huh? Das ist irgendwie beruhigend. Noch mehr? Aha. Okay, ist cool, ist cool, ist cool, ist cool. Und... Oh nein, warte mal, ein Knochen noch, noch ein Knochen. So. Na gut, dann holen wir sich noch einen Baum und dann machen wir uns diesen Gran. Und ich habe keine Ahnung, was dieser Gran... Ficken! Oh, warte kurz. Ich muss aktivieren. Aktivieren. Erste Falle. Da hinten sind die zwei anderen Fallen. Okay, vielleicht kann ich ihn ja... Schmorni Corny. Schmorni Corny. Ich geh schnell speichern. Ich geh schnell speichern. Vielleicht kann ich schlafen gehen. Du, 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 du. Ich kann nicht schlafen gehen. Ich kann das Spiel nur retten. Aber wer rettet mich dann? Boah, ich muss mal was trinken. Aber es wird schon heller, ne? Nee, gar nicht. Ich sehe dich doch. Ich sehe dich doch. Alter. Ich will immer auf X springen. Das ist ein Blödsinn. Ah, also es geht nicht mehr, aber die Schokoriegeln gehen. Alkohol geht auch nicht. Hier habe ich leider nichts gefunden noch, okay. Ja, schlafen ist halt noch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ah, es wird schon heller, das ist schön. Pass auf, hier sind noch, hier ist noch ein Seil und zweimal Seil und dreimal Seil. Okay, cool. Das heißt, von hier kann ich dann die Seile holen. Ich brauche für den Kran. Jetzt muss ich die Biester hier noch wegmachen. Damit wir hier schön weiterbauen können. Den Kran testen. Weil ich kann mir irgendwie nichts drunter vorstellen, was das sein soll.
Ah, Babys haben wir da auch noch. Einen Moment, Senorita, wo wolltest du denn hin? Ich habe voll daneben geschossen. Nicht weggehen jetzt. Ich habe keine Brandpfeile, kommt mal gerade. Kombinieren mit den Dingern hier. Und einmal Alkohol und zack. Und gleich noch einmal. Kombinieren. Perfekt, perfekt. Jetzt mal, weil Brandpfeile sind halt einfach die besseren Pfeile. Du Arsch! Bleib gleich hier. Bleib gleich hier. Jetzt gleich eins auf die Mütze. Okay, das überstehst du. Ein Fall übersteht sie locker. Sie kommt auch jetzt nicht mehr weg. Oh, das ist schwierig. Ah, cool. Zwei Pfeile nur. Nicht untergehen. Ich muss dich ritzen. Ich muss dich dingsen. Das ist ein Blödsinn, dass du unter Wasser nicht häuten kannst. Aha, warte, da war X, also das war der Pfahl. Ich mag das nicht, das ist ein Blödsinn. Ah, der ist in die Falle rein und tot. Oh ja, geil. Beste Falle. Beste Falle. Schön. Ich brauche mehr solche Fallen. So hier oben noch platzieren, so ein paar. Also die Gegenden, wo sie runter zu mir kommen können, ne? Die Stellen. Das ist Lama. Das ist super. Das taugt mir. Da. Das ist so eine Arschgeburt. Ah, ich wusste es. Bist du tot, du Arschgeburt? Du bist tot. Also cool, 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 cool. Okay, pass auf, wir brauchen noch dringend. Ich will das jetzt machen, schnell. Den Kran bauen und dann die Testing-Ding einmal hochladen oder so. Mal anhören. Ah, Schmarnikorn, es gibt nichts. Mal kurz reinhören, wie es so kommt. Ob man die PS4 hört oder nicht. Das ist alles nur Testing hier. So, das reicht, oder? Nein, aber der eine, glaube ich, geht noch ran. Einen können wir noch hochhauen und dann hochhauen. Oder? Super. Nimm den Dutschhäder. Ja. Mal gucken. Ah, perfekto, Matico. Dann komme ich hier so durch. Ah! Es funktioniert aber. Es funktioniert. Perfekt. Dann hepp.
Aber wie viele brauche ich denn? 11. Oh, ich dachte 6. Na, 11 habe ich jetzt aber nicht. Einer noch. Den kriege ich schnell. Nehmen wir gleich mit, ein paar. So gut, jetzt brauchen wir nur noch die Seile. Moment, ich habe jetzt zwei einstecken. Nee, habe ich. Ich habe jetzt gar keine Seile mehr. Habe ich die zwei schon platziert? Ah, die habe ich schon. Okay. Die habe ich schon eingefügt. Das wusste ich ja nicht. Frage, wie viel kann ich mitnehmen? Kann ich nur zwei mitnehmen oder funktionieren drei? Ah, drei, genau, super. Lalalalalalalalala. Gut, einen noch. Pass auf, den macht man sich aber so. So, und jetzt ist da ein Haar drin. Okay, cool. Aha. Ich hol den Haar hoch. Geil, Alter. Nein, hör auf, nicht anfassen. Geil. Kann ich den runterhauen? Ach, oh Gott, er ist so schwer. Bruder. Komm schon. Los. Los. Klatsch ihn dir auf den Kopf. Los, Haar, komm, beweg dich. Wie hoch kann ich denn das bauen? Das ist ein Blödsinn jetzt nämlich, was? Ich habe da ein bisschen, Dreck baut jetzt. Aber ist cool, ich weiß jetzt da. Oh ja, den kriege ich runter. Und los, klatsch, klatsch, klum. Glutsch, glutsch. Tschüss, hi. Ciao. Er segelt ganz langsam runter. Dann bin ich schneller. Los! Du bist frei! Aber das ist geil. Das ist wie, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Aber so, ich komme hier nicht rüber und so, weißt du? Das ist ein bisschen blöd. Ich komme auch nicht mehr hier zurück. Au! Nichts passiert. Die Frage ist, wie hoch kriege ich das? Wie hoch kann ich sowas bauen? Das würde mich echt interessieren. Mal gucken, was ist, wenn ich das so und... Nein. Höher geht das nicht? Das ist auch ein Blödsinn, das muss doch höher gehen.
Oh fuck, wie rufe ich den jetzt eigentlich wieder? Hallo? Keine Ahnung. Ah, nicht schlafen gehen. Sitze. Ja gut, YouTube, wir retten das Spiel. Und das war's. Es sind 30 Minuten, wo nichts passiert. Nur ein bisschen ausprobiert und studiert und fantasiert. Ich habe jetzt gespeichert. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich habe jetzt voll Bock drauf. Wie geht das? Ich bin ein geübter Segler. Doch nicht. Doch nicht so geübt, wie ich dachte. Habe ich den eh noch? Ja. Pass auf, es gibt doch einen Fotomodus. Nein, war ein anderes Spiel. Ich hab was anderes auf der PS4 gezockt. Auch ein Testing-Ding gemacht, aber da habe ich noch mit umstellen müssen. Und da gab es den Fotomodus und jetzt habe ich irgendwie. Ja, vergiss es. So, wir haben keine Ausdauer. Frage ist, wo segeln wir hin? Hochziehen. Wir fliegen. Wir landen. Ah, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Okay, YouTube, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Und immer brav sein. Tschüssi.